Herzlich willkommen zur ersten Folge von Seeburger SV TV auf Havelland TV. In Zukunft werden wir hier alle vier Wochen über Spiele, Neuigkeiten und Informationen zum Seeburger SV eine Sendung ausstrahlen. Um den Verein zunächst etwas kennenzulernen, starten wir mit einem Kurzporträt des Seeburger SV. Der Seeburger SV ist ein ehrenamtlich geführter, gemeinnütziger Verein mit über 300 Mitgliedern. Den Schwerpunkt setzt der Verein im Fußballbereich, wo sowohl Kinder das Fußballspiel lernen können, als auch gestandene Fußballer in den Männermannschaften um Pokal und Meisterschaft antreten. Eine Abwechslung dabei bietet der alljährliche Seeburger Hallencup, in dem Berliner und Brandenburger Mannschaften gegeneinander antreten. Dazu veranstaltet der Seeburger SV den Feld-, Wald- und Wiesenlauf, der im Jahr 2013 sein 10-jähriges Jubiläum feiern wird. Ein weiteres Highlight im Kalender ist das Seeburger Osterfeuer, das jedes Jahr hunderte Schaulustige anzieht und dabei gleichzeitig den Gemeinschaftssinn in der Dorfgemeinschaft fördert. Die erste Männermannschaft spielt in dieser Saison nach zwei Aufstiegen in Folge in der ersten Kreisklasse. In der Vorbereitung traf die Mannschaft auf den FC Spandau 06. Am 29. Juli spielte der Seeburger SV in einem Testspiel gegen die zweite Mannschaft vom FC Spandau 06. Das Spiel begann bereits in der 12. Minute kurios, denn dieser Schuss von Weber ging direkt ins Tor. Der Jubel ist verhalten, denn die Zuschauer hatten den Treffer zunächst gar nicht wahrgenommen. Es folgte das 2:0 durch Oberreuther. Trainer Bildstein konnte zunächst eine gute Leistung seiner Mannschaft beobachten. Dann kam Spandau mit einer schnell ausgeführten Ecke. Mit einer Direktabnahme und die Superparade vom Seeburger Keeper. Klasse! Beide Mannschaften schossen in der zweiten Halbzeit jeweils ein Tor. Im Bild jetzt die 78. Spielminute. Die Ecke schön in die Mitte gezogen. Volleyabnahme durch Weber und Tor! 4:1, Doppelpack für Weber. In der Schlussphase sorgte dieses Foul dann dafür, dass der Seeburger Torhüter Kaiser in seinem letzten Spiel noch ein Tor erzielen konnte. Das 5:2 war dann auch das Endergebnis. Aussagen zum Spiel. Also heute hat auf jeden Fall die Abstimmung schon besser gepasst, hauptsächlich in der Viererkette hinten. Weil beim letzten Spiel war das ja noch so ein bisschen durchwachsen, weil so viele Neue da waren. Heute waren auch viele Neue, die sich eigentlich ganz gut eingefunden haben. Und wenn man die jetzt noch ein bisschen sich einarbeiten lässt, dann wird das echt gut, denke ich. Ich denke mal, wir sind da ganz gut vorbereitet. Wir sind jetzt 2 Wochen in der Vorbereitung, haben bis jetzt ganz ordentlich trainiert. Trainingsbeteiligung könnte noch ein bisschen besser sein, aber ich denke mal, wir haben uns gut verstärkt. Die Stimmung ist top, alle sind heiß und ich denke, es könnte ganz gut laufen nächstes Jahr. Und für die Mannschaft scheint das Ziel klar zu sein. Trainer noch nicht so genau, aber in der Mannschaft ist eigentlich klar, dass wir aufsteigen wollen. Ein ambitioniertes Ziel. Wir wünschen gutes Gelingen. Der Seeburger SV hat den Bürgermeisterpokal gegen den SV Dalgo mit 6:4 nach Elfmeterschießen verteidigt und in der ersten Runde des Kreispokals besiegte Seeburger SV 2 Blau-Gelb Falkensee 2 mit 3:2. Unsere beiden Männermannschaften bestreiten am 26. August ihre ersten Heimspiele in der ersten und dritten Kreisklasse. Die Gegner sind Bele 2 bzw. Paaren. Austragungsort auch hier, Sportpark Dalgo an der B5. Die kompletten Spielberichte und die neuesten Infos immer auf unseren YouTube- und Facebook-Seiten. Um Kontakt mit dem Seeburger SV aufzunehmen, schreiben Sie einfach eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Die nächste Sendung gibt es dann in 4 Wochen. Bis dahin, tschüss und alles Gute.